Also, wir haben heute ein Blind Let's Play. Ich bin Rebecca. Und ich bin der Lukas. Und ja, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir werden jetzt gleich werden wir es wissen. Es ist... Don't fry the fly. Okay. Okay. Also wir sollen die Fliege nicht frittieren. Gut. Level 1. Also hier kann man jetzt so ganz viele verschiedene Levels wählen. Und man sieht eine Straße. Wie auch immer man das steuert, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber da kommt eine Fliege auf uns zu. Das sieht irgendwie... Ah. Also hier sieht man so ein kleines... Okay, Mädchen. Da haben wir Frauen. Wie steuert man das denn? Wie man das machen soll. Guck doch mal da oben sonst. Hier ist... So. Okay, ach, also man muss man die beiden zusammenbringen. Ah, also das ist wohl ein Liebesspiel für kleine Fliegenpärchen. Man muss irgendwie mit den Zahnrädern die Geschwindigkeit bestimmen der einzelnen Fliegen und die beiden zusammenfliegen. Oh, aber ja. Die dürfen nicht diese Rädchen berühren anscheinend. Ja. Geht das da vorbei? Ach, die werden... Diese Fliege wird immer von dem jeweiligen Rad angezogen. Das Rad, wo du drückst, desto mehr geht die in die Richtung. Ja. Ah. So. Also zur Steuerung, das haben wir jetzt herausgefunden. Diese Zahnräder geben der Fliege eine Art Richtung, in der sie fliegen will. Also diese Fliege wird von diesen Rädern angezogen. Und diese großen Räder sind anscheinend sehr helle Lichtquellen, die diese Fliege sehr doll anziehen. Die man dann ziemlich durcheinander... Verwendet. Vielleicht musst du die wieder ausschalten? Ja, das wär vielleicht eine Idee. Anschalten und ausschalten? Nee, ausschalten dann da. Ja, richtig so. Und vereint. Oh, ist das süß. So. Also von der Zielgruppe her würde ich sagen, es ist so ein bisschen für eigentlich alle gedacht, die schon ein bisschen logisch denken können und das irgendwie versuchen herauszufinden, sich das anzueignen. Das ist nämlich eigentlich ganz Hoppala. Lustig so zu sehen. Das Spiel entstand im Rahmen eines Gaumel-Ups. Achso, eines Game Labs. bei dem Jugendliche zwischen 15 und 17 das Spiel in einer Woche entwickelt haben. Also so ein bisschen, ja, also es ist vom Spiel her ein bisschen primitiv, aber es macht auf jeden Fall Spaß, weil man eben immer versucht, dieses arme kleine Fliegenpärchen zusammenzubringen. Und das auch echt immer... Schwierig ist. Ja. Sehr schwierig. Ich sag jetzt nichts zum Schwierigkeitsgrad, ich guck nur zu. Aber es ist echt, also es sieht schon so ein bisschen so aus, als ob man das preparen geschafft. Also irgendwann nach einem dritten, fünften Level würde ich, glaube ich, aufhören zu spielen, weil es mir zu langweilig wird. Aber es ist natürlich auch der Reiz da, die nächste Challenge zu sehen, was man machen muss. Das